Oh, 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 los, 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 los! Scheiße! Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Little Nightmares. Yes! Gut, wo sind wir stehen geblieben? Ich würde sagen, wir haben das letzte Mal dieser Missgeburt mit den langen Armen. Boah, ist das dunkel. Die Hände abgeschnitten und konnten endlich entkommen. Und ja, haben wir es geschafft, vor dieser... Tropft ihm die ganze Zeit das Wasser ins Gesicht. Haben wir es geschafft, endlich mal zu entkommen vor dieser... Ja, vor diesem Spaß, Missgeburt, keine Ahnung, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Kann man gerade... Ja, genau so. Ich muss leider sagen, dass ich diese Aufnahme schon zum zweiten Mal mache, weil irgendwie die Aufnahme verloren gegangen ist. Das heißt, 10, 20 Minuten... da oben. 10, 20 Minuten habe ich leider schon gespielt. Aber ist für mich nicht schlimm, das Game ist geil und von dem her mache ich das doch gern. Und für euch mache ich das sowieso gern. So, deswegen kann es natürlich ein bisschen vorkommen, so als würde ich schon wissen, wo was ist. Wollte ich einfach mal kurz sagen, was los ist. So. Bin leider immer noch ein ganz klein wenig krank. Nicht viel. Ein klein wenig. Aber, ja. Ich denke, das sollte jetzt überhaupt nicht mehr störend sein. Für diejenigen, die es sich in den letzten zwei, drei Parts gestört haben daran, tut es mir natürlich mega leid. Ja. Hab halt trotzdem probiert, Videos zu machen. Und die zwei Tage, wo halt keine kamen, da war ich halt wirklich flach im Bett am Liegen. Hatte leider auch nicht vorproduziert gehabt und daher, konnte ich auch nicht irgendwas hochladen. Und das wollte ich natürlich auch nicht. Denn die Qualität muss natürlich stimmen, ne? So. Jetzt tun wir mal diese kleine Ratte hier auffressen. Lecker, lecker, lecker. So, wir sind wieder gestärkt für den Tag mit einem kleinen Snack. Und das bedeutet natürlich jetzt für uns, dass wir weitergehen. So. Ich muss auch zugeben, dass ich die Steuerung langsam echt gut im Griff habe. Ja. So. Also wie gesagt, es kann natürlich vorkommen, dass ich natürlich jetzt hier recht flott vorankomme, weil ich das halt schon gespielt habe. Aber ist ja eigentlich nicht mal so schlimm. Lal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 a. Ist trotzdem cool, was hier alles zu sehen gibt. Was es hier alles zu sehen gibt. Ich feiere das Spiel immer noch mega. Also ist echt geil geworden. So. Jetzt sind wir bei unserem netten kleinen Onkel Herbert. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, fuck! Scheiße! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sollte natürlich immer noch ein bisschen probieren, vorsichtig zu sein und hey, der hackt uns jetzt den Kopf ab. Ich glaub. Na gut. Wie gesagt, ich werde natürlich jetzt ein klein wenig probieren, vorsichtiger zu sein. So. Sieht der uns? Nee, sehr schön. Ah, lecker. Psst. Leise, leise, leise. Sehr gut. Ist natürlich immer noch schwierig, auch wenn man weiß, wo was ist. Boom. Ja, ich weiß. Oh, Chills. Der sieht uns nicht, gell? Der sieht uns nicht. Gehen wir mal auf alles. Yeah. So, hier müssen wir den Schrank hochklettern. So ist gut. Und jetzt hier schön langsam da lang klettern. Ups. Ups. Der in seinem Gesicht. Guckt euch das an. Ja, der kommt ja eh nicht hier hoch. So, und jetzt hier hoch. Und jetzt hier hoch.
Also wie ich gesagt habe, ich finde das Spiel auf jeden Fall mega geil. Und ja, ich werde natürlich in Zukunft gucken, dass ich noch mehr so coole Spiele finde. Unten haben wir Onkel Herbert gesehen und hier oben haben wir jetzt die Tante Ursula, die gerade einen Mittagsschlaf hält. So. Ja. Ganz ruhig. Oh, schneller. Hoch. Ah. So ist gut. Ich hoffe, den Sprung sollten wir schaffen. Ach nein, warte. Nochmal schnell so. Und so. Oh, verdammt. Oh, ich hoffe, wir haben oben gespeichert. Müssen jetzt nicht alles von unten nochmal hochlaufen. Bitte. Ah, sehr schön. So, und weiter. Ich will mal probieren, ob die aufwacht, wenn ich jetzt mit Vollgas da an der vorbeirenne. Weil wenn ich sie auf den Schrank hochschaffe. Die hat ja nicht so lange Arme. Boom, hey, hallo, guten Morgen. Aufstehen. Ja. Die hört das sowieso nicht. Hallo, guten Morgen. Frühstück ist fertig. So, ist gut. Wie Assassin's Creed hier. Schlüssel haben wir? Oh, oh. Nee, gut. Die geht jetzt, glaube ich, gerade mit dem Aufzug runter. Ich hoffe, wir sind nicht zu schnell unterwegs. Die steht jetzt gleich hier um die Ecke. Nee, gut, die ist weg. Keine Ahnung, wo die hin ist. Aber wir müssen jetzt mit dem Aufzug runter. So. Und tschüss. Darf ich bitten? In den dritten. Also wie gesagt, das letzte Mal leider die scheiß Aufnahme einfach weg. War zum Kotzen gewesen. Aber ja. Okay. Läuft er jetzt wieder rüber? So ist gut. Hört er das? Ich würde gerne ein bisschen Krach machen, dass der jetzt hier hochkommt. Oh, die sieht er jetzt, oder? Nee. Komm schon. Nicht zu mir drehen! Nein! Ah, verdammt! Das Problem ist, dass dieser Bastard... Ich will doch nur hoch. Psst. Wo ist denn der? Kann ich den sehen? Der muss wieder zurückgehen. Warte mal. Ah nee, dann sterbe ich natürlich, wenn ich jetzt da... Wo ist der? Nein! Oh, das ist, wenn man alles so schnell machen will. Verdammt. Hä? Oh nö. Ja, aber der Schlüssel liegt noch da, oder? Ah, da. Moment, mir hat gerade einer geschrieben. So. Ah, der ist ja sowieso im anderen Raum. Oh. Komm schon. Nein, nicht das. Go. Los. Los, lauf. Sehr schön. Oh, wir sind falsch. So? So? Ja, Gesundheit. Wohl bekommst. Ja. Der hatte... Ja, mach noch mehr Krach. So. Boom.
Sehr schön. Ah, gut. Ah ja, hier sind wir gewesen. Also. Hier muss ich jetzt... Genau, dieses Fleisch darunter werfen. Dass ich diese Würste da oben raus produzieren kann, damit ich darüber schwingen kann. Jetzt müssen wir hoch. So. Also wenn man weiß, wie es geht, kommt man echt schnell voran. Uah, lecker. Ich frage mich, ich glaube, ich kann gerade beide hier reinwerfen. Da muss, das letzte Mal musste ich zweimal hochgehen, weil ich nicht gewusst habe, dass das eine nicht reicht. So. Ich muss nämlich noch hier hoch. So. So. Und zack. Und jetzt rutscht das da runter. Mitnehmen bitte. Dann haben wir nämlich genug. So, und jetzt wieder runter. Sehr schön. So ist gut. So ist gut. Okay. Eins, zwei. Und jetzt müssten wir eigentlich gerade beide machen können. Ja. Und jetzt. Sehr schön. Ist gut, wir haben es. Ah, ja, logisch. Warte, wo kommen wir denn jetzt nochmal raus? Ich weiß noch nicht genau. Ah, genau. Ah, genau. Wir sind hier. Wenn es mich nicht recht irrt, kommt jetzt unser großer Onkel Herbert. Oder nee, es war ja die Tante Ursula. Kommt jetzt da raus. Da habe ich mich auch mega erschreckt, weil ich bin einfach vor der Tür stehen geblieben das letzte Mal. So. Also ich könnte nicht mal sagen, ob das männlich oder weiblich ist. Stellt euch vor, ihr wacht nachts auf, macht die Augen auf und vor eurem Bett steht so ein Vieh. Igitt. Ja, der hat uns gehört, aber ist eigentlich egal. Tschüss! Der kommt aber jetzt natürlich gerade nach. Was nicht schlimm ist, denn wir gehen jetzt zack, da rein. Und der macht uns jetzt hier oben die Tür auf. Dum 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 dum. Ich finde auch mal die beste Zeit zum Aufnehmen. Wir haben es jetzt auch schon 1:15 in der Nacht. Ja, ja, du hast dich verhört. Hier ist nichts. Guck mal, ich bin hinter dir. Kuckuck. Kuckuck. Hä? Oh Mann, das hätte auch ins Auge gehen können. Das hätte auch echt jetzt ins Auge gehen können. Komm schon, komm schon. Psst. Scheiße. Ich glaube... Sind wir hier sicher? Scheiße, ich glaube, hier sind wir nicht sicher. Ich glaube, wir sind gerade in der dümmsten Position. Ja, sind wir. Okay, 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 okay. Oh, Bastard. Oh, Mann. Wo speichern wir? Gut, hier oben, okay. Ja, wir müssen hinter dem durchlaufen. So. Lecker. Warte.
kann man die mal ein bisschen unter den Rock gucken. Da wissen wir wenigstens, ob es männlich oder weiblich ist. Ah, da liegt der Schlüssel, genau. So war das gewesen. Ah, genau, und hier hinten müssen wir jetzt den Fleischhahn machen. Los, los, los! Mach! Jetzt wird das Ganze knapp. Der hört uns jetzt. Und wir müssen natürlich jetzt sofort das Schloss aufkriegen. Weil der jetzt hochkommt. Komm schon! Komm schon! Boah, das war knapp. Das haben wir gut hingekriegt. Ja, ja, die Tür war schon offen. Junge, du solltest mal was gegen Übergewicht tun. Deine Atmung ist nicht mehr das Beste. Okay. So, und ich glaube, mich recht erinnern zu können, dass ich genau an dieser Stelle das letzte Mal aufgehört habe. Und dann können wir jetzt hier weitermachen. Genau, weil hier weiß ich jetzt selber nicht mehr, wo es lang geht. Gerade zwei auf einmal. Okay. Kommen wir hier? Ah, hier kommen wir hoch. Aha, was haben wir da? Was haben wir da? Kann man sich hier dranhängen? Und dann? Hui! Puff! Ah. Ah. Okay, also kommen wir nicht darunter, nehme ich an. Darüber. Nein! Oh, haben sie überlebt. Komme ich hier durch die Tür rein? Nee. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal alles aufmachen. So. Und jetzt wieder in den Müllschlucker. Und nach unten. Nach unten. Genau. So, und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir hier entkommen können. Schnell kratzen. Wir sind der kleine gelbe Gnom. Keine Ahnung, was wir hier sind. Wollen wir mal schnell gucken, was hier hinten alles ist? Laufen wir mal hier rüber. Also sparsam gehen die mit dem Spielmittel ja nicht um. Ah, da kommen wir nicht raus. Scheiße. Und hier? Hier kommen wir raus. Oh oh. Ja, ja, der sieht mich nicht. Scheiße, gerade beide auf einmal. Geht wieder zurück, geht wieder zurück. Geht wieder zurück, es ist alles gut. Alles ist gut hier. Was können wir hier machen? Ah! Runter, runter, runter! Der kommt hier! Der kommt hierher! Fick dich! Sind sie weg? Ja, die gehen zurück. Sehr schön. Wir müssen uns jetzt an den Haken lang greifen wahrscheinlich. Komm! Hier rein! Komm schon, duck dich!
Oh, hat uns nicht gesehen. Oh, ey, stell dir mal vor, der würde jetzt so mit der Hand dann so da reingreifen. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich den mit den längeren Armen viel schlimmer gefunden habe. Eben aus dem Grund wegen den längeren Armen, weil der halt überall reingreifen konnte damit. Da war es egal, ob du auf dem Schrank hochgeklettert hast oder in irgendein Loch reingegangen bist, der hat da reingegriffen. Das war halt mega schlimm. So. Das heißt, wir... Oh, fast gestorben hier. Ah, Leute. Oh, 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 oh. Los, 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 los. Scheiße. Nein. Nee. Ist das Ding jetzt wenigstens umgedreht? Läuft das in die richtige Richtung? Zeig doch mal. Nee. Oh Gott. Nimm deine Wichsgriffel da weg, verpiss dich! Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gut, wenn wir uns da oben jetzt festhalten können, können wir eigentlich unbemerkt ja über die hinweg rutschen, uns ziehen lassen. So, jetzt sollte ich mich aber nicht nochmal so dumm anstellen. Wie war denn der vorhin so schnell bei uns überhaupt gewesen? So. Sehr schön. Und jetzt können wir uns hier ganz gemütlich einfach rüberziehen lassen. Hm? Sieht er uns? Nein! Verdammt! Ja, aber der kommt hier nicht ran, oder? Fuck! Fuck, fuck, fuck! Wo geht denn der andere hin durch die Tür? Wehe, die können uns irgendwie auf... irgendwo entgegenkommen oder so. Ja, ja, hier oben bin ich. Fettsack, du. Haha, keine Chance. Oh shit, oh shit. Ich muss loslassen, oder? Und jetzt? Nein! Lauf! Lauf, 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 lauf! Der ist ja viel zu schnell! So, jetzt aber! Komm, 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 komm! Komm schon! Verdammt! Spring! Nein! Oh. Oh. So, jetzt nochmal. Los, los, los. Oh, blöde Ecke. Jetzt hier hoch? Boah. Ja! Ja! Tschüss! Oh mein Gott, was für ein Bastard, ey. Hey, wir haben es geschafft. Prost. Und jetzt? Hey, jetzt! Errungenschaft freigeschalten, die Küche. Sauber, Leute. Sauber, sauber, sauber. Okay. War mega geil gewesen. Hey, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich werde an dieser Stelle jetzt das Let's Play beenden. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil wieder ein. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und ciao.